Danke, Herr Vorsitzender, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Nach dem, was ich jetzt alles gehört habe, vor allem vom Herrn Kollegen Schreuder von den Grünen oder auch von der ÖVP, muss ich sagen, jetzt verstehe ich die Aussage vom Herrn Kanzler Nehammer, wo er das gesagt hat, Alkohol oder Psychopharmaka. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir können wirklich über alles diskutieren und ich muss sagen, ich bin da wirklich dankbar dem Kollegen Obrecht von der SPÖ, der das wirklich auf den Punkt gebracht hat. Glaubt ihr wirklich, dass euch das irgendjemand glaubt, dass ihr ein Gesetz auf den Weg bringt, was euch irgendwie schon kennt, was eh mehr kontrolliert wird? Das glaubt euch doch niemand. Niemand glaubt euch das. Ich kann mich erinnern, ich war ganz frisch daherin als junger Abgeordneter, also jung war ich nicht mehr, aber frischer Abgeordneter. Und ich hatte die Aufgabe, zum Parteiengesetz zu sprechen. Und ich habe mich dann damals relativ intensiv damit auseinandergesetzt und habe mir das angeschaut, warum in Österreich eigentlich die Parteienfinanzierung wirklich relativ hoch ist. Und ich habe mich damals hergestellt und habe voller Überzeugung gesagt, na, die Parteienfinanzierung ist deshalb in Österreich so hoch, damit es keinen Einfluss von außen gibt, damit die Parteien unabhängig agieren können. Aber wenn ich mir anschaue, die letzten Jahre, was passiert ist innerhalb der ÖVP, was da alles aufgekommen ist, dann gibt es ja genau deshalb dieses Spendenverbot. Und Herr Kollege Rackl, ja, du hast recht, Ibiza war natürlich ein Problem. Und ihr habt euch gefreut, dass Ibiza nachher der Ibiza-Untersuchungsausschuss gekommen ist, weil ihr glaubt habt, dass uns das schadet. Was ist übrig geblieben? In Ibiza ist blöd geredet worden. Die Verbrecher seid ihr von der ÖVP und das ist inzwischen bewiesen. Das ist so. Und es werden Verurteilungen folgen, meine Damen und Herren. Okay. Also, ich weiß natürlich, ja, aber nicht wegen Ibiza. Nicht wegen Ibiza, Herr Kollege. Nicht wegen Ibiza. Und wisst ihr, ihr braucht es am wenigsten reden. Ihr habt so viel Butter am Kopf. Könnt ihr euch erinnern, was in letzter Zeit alles war? Und es gibt jetzt einen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Na, warum gibt es einen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss? Habt ihr euch einmal über den Namen Gedanken gemacht, woher das kommt? ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss? Und jetzt stellt sich her und sagt, oh, wir machen ein Parteigesetz, nachdem wir streng kontrolliert werden. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat es eine Geschichte gegeben, in den Medien, da ist drinnen gestanden, bei der ÖVP gibt es im Wahlkampf eine doppelte Buchführung. Nicht Buchhaltung, eine doppelte Buchhaltung gibt es überall. Eine doppelte Buchführung. Und die ÖVP hat sich hingestellt und gesagt, das stimmt alles nicht, das ist Unterstellungen, das stimmt. Und ein Jahr später, ganz klar, die Medien haben es fast gebracht, ja, es hat gestimmt, es hat eine doppelte Buchführung gegeben. Ihr habt mehr Geld ausgegeben und das ist euch nicht passiert, das habt ihr absichtlich gemacht. Verkauft es uns nicht immer für dumm und verkauft es nicht die Bevölkerung für dumm. Und dass die Grünen sich jetzt natürlich da hinstellen und dafür wieder den Steigbügelhalter machen, ist typisch. Warum? Ja, ist klar, sie können damit ihre Politik, ihre ideologische Politik, alles was geht gegen Autofahrer, alles was geht gegen gewisse Gruppen, können sie durchführen. Aber dafür eure Seele zu verkaufen an den sogenannten Teufel, ich weiß nicht, ob sie auf Dauer damit glücklich wird. Genau das habt ihr damit gemacht. Und ja, abschließend. Wenn da herinner gesagt wird, es wird niemandem einfallen, wie man das neue Transparenzgesetz umgehen könnte, mir fallen genau 850 Gründe ein, weil das stimmt, in Ibiza ist darüber gesprochen worden, wie kann man das Parteiengesetz umgehen, indem man in Vereine spendet. Unsere Vereine sind alle geprüft worden, nichts ist übrig geblieben, die Vereine sind inzwischen aufgelöst. Die ÖVP hat 850 Vereine. 850 Vereine und da bin ich mir jetzt schon sicher, da wird eingezahlt und eingezahlt und eingezahlt und ich sage es nur einmal, das ist das Problem, wenn in einem Staat Verbrecher selbst Gesetze ändern können.